Hi Leute, das ist Arno hier. Willkommen zur Woche 3 und Speer 3 der aktuellen Fahndung. Das Ganze schön kurz bevor die Server down gehen, müssen wir hier in den West Potomac Park. Ja, der West Potomac Park, die komplette Area hier unten. Denkt, dass ihr etwaige Sachen auch hier machen müsst. Ne? Nicht, dass wie den Fertigkeiten-Kills, die hier wirklich in Foggy Bottom gemacht werden müssen. Hier findet jetzt alles statt im West Potomac Park. Und zwar werfen wir mal direkt einen Blick drauf. Und zwar ist Aktivität 1. Am Ende sind alles, was wir haben, unsere Erinnerungen. Manche Erinnerungen leben weiter in Stein gemeißelt. Sehen Sie, ich kann auch melodramatisch sein. In Stein gemeißelt, wenn man das sieht, hier, ne, das Lincoln Memorial, das einzige, was wir so, oder hier das Washington Monument, könnte man auch dazu zählen, aber in Stein gemeißelt, das ist das Lincoln Memorial. Deswegen werden wir das noch kurz angehen. Und dann machen wir schnell die Mission. Wir sehen uns dann gleich wieder. So, und damit haben wir das Lincoln Memorial fertig. Zack, Speeraktivität abgeschlossen. So, und dann schauen wir uns schnell die zweite an. Warte, manchmal vertrage ich Alkohol nicht, Schnäpse. Die gehen mir direkt in den Kopf. Fortschritt 0 von 25. Was müssen wir hier wohl machen? Und zwar eigentlich ganz einfach. Wir brauchen 25 Kopfschüsse. So, und die holen wir uns jetzt. Ich renne jetzt dafür einfach hier nochmal rein. Ihr könnt auch im gesamten West Potomac Park das machen. Das ist auch kein Problem. Oh, 22, 23. Hat er nicht gezählt? 24 und 25. Speeraktivität abgeschlossen. 25 Headshots. So. Die machen wir jetzt noch kurz weg und dann gucken wir mal, was wir dann machen müssen. So, Aktivität 2 abgeschlossen. Feinde mit Kopfschüssen in West Potomac Park eliminieren. Aktivität 3. Wenn Sie sich verloren fühlen, Agent, trimmen Sie die Segel und setzen Sie einen neuen Kurs. Die Segel setzen. Dann schauen wir uns einfach mal die Map an. Die meisten Sachen sind halt wirklich, wenn man die Map kennt und so die Missionen kennt und die Kontrollpunkte zum Beispiel kennt, kann man zum Beispiel hier hingehen und seht, Segel setzen, Mast, ja, könnte passen. Gehen wir mal dahin. So, der Kontrollpunkt kann manchmal ein bisschen eklig werden. Je nachdem. So, dann klären wir den Kontrollpunkt mal und dann schauen wir mal. Dann kennen wir noch die restlichen. Hoffen wir nicht, dass die da hinten hängen bleiben, weil das passiert öfter mal bei dem Kontrollpunkt. Ah, genau. Seht ihr, wie hier. Wir rennen dann außen rum, statt reinzulaufen in den Kontrollpunkt. Denn wenn wir uns hier schnappen müssen. Doch, halbe Weltreise. Na. So, damit haben wir den Mastkontrollpunkt eingenommen und die Speeraktivität abgeschlossen. Brille hat ein Spiel daraus gemacht. Verstecken. Ich wollte schon immer Verstecken spielen. Okay. So, Mast eingenommen. Wir gehen auf die Fahndung, schauen uns an. Woche 3 damit abgeschlossen.
Ja, also einmal das Lincoln Memorial abschließen in beliebigen Schwierigkeitsgrad. Dann Feinde mit Kopfschüssen im West Potomac Park eliminieren und zu guter Letzt den Kontrollpunkt Must übernehmen. So, das waren wieder die Aufgaben für diese Woche. Mal schauen, was uns nächste Woche erwartet. Das war es auf jeden Fall von mir, Leute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, das war eine kleine Hilfe und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bye.